Herzlich willkommen zurück bei Monster Energy Supercross. Wir sind auf dem Weg nach Las Vegas zum Sam Boyd Stadium, um uns unsere Trophy abzuholen. Mein Gott. Würde ganz gerne, glaube ich, das Outfit hier anziehen. Ja, dann wollen wir uns mal die Meisterschaft holen. Von Punkten her können wir nicht mehr geschlagen werden. Ich weiß gar nicht, wie weit wir vor Ryan Dungey sind. Ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt am Ende abschneiden werden. Aber ich werde hier mein Bestes geben, um es zu schaffen. Wetterbedingungen sind gut, das ist schön. Und ich hoffe mal gucken, dass man diese Sprünge, die man mit der 250er so gar nicht richtig geschafft hat, jetzt wirklich schafft. Wie ich einfach von ihm weggedrückt wurde. Alter, was ist denn mit dem Physics hier los? Also die konnte ich schon mal gescheit nehmen. Ja, man kann sie endlich gescheit nehmen. Ich weiß halt nicht, ob hier sinnvoll ist, einfach drüber zu preschen. Weil die anderen landen ja schon etwas früher. Really? Das ist nicht euer Ernst, oder? Wir holen uns den besten Platz im Qualifying, ey. Das hätte ich nicht erwartet, ey. Okay. Auf zum Heat Race. Jo, da starten wir doch mal ganz links. Hat den Wilson den Hole Shot gekriegt? Windschatten nutzen. Ach, die bremsen hier ganz schön früh ab. Deswegen war ich in der Zeit schneller. Auch wenn es nur ein paar Hundertstel war. Endlich kann man diese Sprünge mal gescheit nehmen, das ist so schön.
einfach später bremsen. Da habe ich irgendwo Schwung verloren. Die Ecken da hinten so ein bisschen das. Zu dem Thema, die gescheit nehmen. Der einen verkackst, verkackst du alle. Eieieiei. Die können auch einen abbremsen. Ich glaube, mit 1,16 ist das auch die längste Strecke. Also von der Zeit her. Katastrophe, Alter. Ich bleibe jetzt keine 12 Sekunden hier stehen, dann bin ich 11. oder so. Diese rote Farbe passt auch gut, ne, zum grünen Bike. Ist ein schöner Kontrast eigentlich. So, letzte Runde vom Heat Race. Nochmal ordentlich verkacken. Wenn du weißt, wie das ist. Da kam er wieder. Ich sehe das hier gerade sehr entspannt, ist ein Heat Race, wir sind Zweiter. Ryan Dungey ist hinter uns. Muss ja nicht unbedingt im Heat Race auch Erster werden. Bringt ja nichts. Auch Dritter. Oh, noch fast verkackt, ey. Eieieiei. Hier sind die final results for this. Oh, richtig die Kurve verkackt. Aber ich habe den Holeshot gekriegt, Leute. Mit meiner schlechten Leistung.
Las Vegas. It's a city well known for crowning champions. Jawohl. Get ready. Ganz klein Tick zu früh. Brian Dungey und Muskeln gestürzt. Haha. Bremst eh früher als ich. Okay, jetzt haben wir auch ein bisschen früher gebremst. Aber er ist genauso scheiße gesprungen wie ich. Das war also Käse. Okay, jetzt habe ich Roxen vernichtet. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber er kann ja eh nicht mehr. Erster werden, meine ich. Shit. Das gibt's doch nicht. Alter, nicht mal das krieg ich hin, oder was? Was ist denn los? Alter, wie die KTM wegzieht, wie er sich aufs Maul legt. Vor allem, wie er sich einfach in die andere Richtung gefallen ist. Links kommt und er fällt nach rechts. Er ist wieder hinter mir. Wie hat er das denn geschafft? Kann er zaubern, ey? Kurz ist auch wieder fünfter. Gibt es da nicht? Warum kriege ich die Sprünge denn nicht mehr hin? Okay, Ken Roxon, der gibt ordentlich Gas. Keiner würde jemals so weit springen, Alter. Die wollen alle so hart da drüber scrubben. Schaltvorgang, der kostet da vorne mal ordentlich Schwung. Also, Anderson muss schon ganz schön nah an mir. Jetzt kriege ich auch die Sprünge hier gescheit. Meine Fresse. Jawohl. Nicht ganz so gut, aber besser wie nichts. Jawohl, die 5 Elite-Fahrer sind in den Top 5.
Hilft das Minivans da mal rum? Alter. So schlecht. Irgendwann kann ich die Leinen halbwegs gut noch mitnehmen. Irgendwann die Leinen gescheit. Wow. Ken Roxy wollte noch Muskeln, Alter. Der ist auf Jagd. Alright, Dungey 12 Punkte Unterschied, da müsste Dungey schon letzter werden. Dungey ist jetzt dritter. Boxen ist raus. Und Web ist fünfter, okay. Shit happens. Alter, hallo? Längst du auch nach links? Danke. Oh, 7 Sekunden Abstand. Doch ein bisschen Platz langsam. Soll ich da jetzt noch irgendwas sagen zu diesem Teil? Rocks musst du schon mit deinen Töpfern. Eieiei. Das ist ein Auf und Ab bei ihm. Oh. Gibt's ihm hart. Okay, Leute. Vorletzte Runde. Das gibt's da nicht. Dass ich da nicht gescheit reinkomme.
Jetzt krieg ich die nicht mal gescheit hin. Alter. Oh, Danji ist Zweiter. Haben wir den ganzen Weg da Rüli gemacht. Das wäre mega nice. Ja. Das war nicht gewollt. Okay, dann hat erst hat die Bremse gar nicht angenommen und dann hat er so noch halt angenommen, Alter. Also nach dem Motto, jetzt sofort nach dem Stehen. Halt, stopp. Danke, dass ich wenigstens in der letzten Runde diese Line nochmal gescheit hinkriege. Roxen ist mal wieder weg vom Fenster. Wieder Fünfter. Muskeln ist Zweiter. Okay. Die betteln sich echt hart noch um den zweiten Platz. Bin mal gespannt, wer reinkommt. Als Zweiter. Damit haben wir den Sieg. Und die Meisterschaft, ey. Was für eine lange Reise, ey. The final checkered flag of the night Muskeln. Is waved, wow. Ending the... Okay, das heißt, wir sind an der Weltspitze einmal und passt 100 Punkte vorne. Ihr könnt es euch selber ausrechnen. Damit sind wir auf dem ersten, Ryan Dungey auf dem zweiten, Roxen auf dem dritten. You have to put it all on the line to win this title. He is the Monster Energy AMA Supercross and FIM World Champ. I'm Ralph Shaheen. We'll see you next season. Oh, das war ja kurz. Was gibt's noch so an PR-Punkten hier? Ah, nicht viel. Sind 240. Okay. Eine nennenswerte Leistung. König der Karriere. Das haben wir hingekriegt. Ja. 16 Siege. Erreichte Position 1 von 17 Rennen. Ist auch gar nicht mal schlecht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Wir sehen uns im nächsten Game wieder. Bis dann, haut rein.